Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es ein Video zu Frankenmax. Wir waren letztes Mal wieder in Nürnberg unterwegs und da war die Frankenmax. Die ist, soweit ich weiß, einmal im Quartal, also viermal im Jahr oder was, zweimal? Ich glaube, es war viermal. Startet ja schon mal gut, so eine Ahnung, wie der hat, der Typ. Und diesmal war es so, dass ich nicht alleine war. Es waren noch andere YouTuber mit dabei und ich erzähle einfach mal diesen Tag und lass ihn Revue passieren. Am Morgen habe ich erstmal den Flo aufgegabelt, um in der letzten Minute noch nach Nürnberg zu fahren und dann Dr. Ananas abzuholen. Sagte ich Dr. Ananas? Ich meine Mr. Ananas. Und danach sind wir gleich weitergedüst und alle haben uns angerufen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Was heißt alle? Es waren nur Min und Skylo. Als erstes haben wir den Skylo abgeholt und zwar am Bahnhof. Und dort sind wir gleich mal voll illegal erstmal in diese Taxi-Park-Bucht eingetrudelt und er wusste nicht mehr, wie mein Auto ausschaut und die Scheiben runter. Skylo, hier, yeah, steig ein, schnell, wir müssen weiter, die drängen hinter uns. Und er gleich Sachen gepackt. Yeah! Den Rucksack reingeschmissen. Yeah! Und musste schon fast in das fahrende Auto einsteigen. Also gut, ich habe ein bisschen übertrieben, aber er musste sich auf jeden Fall schnell ins Auto reinhocken. Und dann sind wir weiter gedrived direkt zum Flixbus-Bahnhof, denn da war der gute Min aus München angekommen. Und da ich ja auch so als kleiner Hinterwäldler keine Ahnung habe, bin ich natürlich voll in den Flixbus-Abholplatz reingefahren, wo die Busse reinfahren. Aber natürlich nicht wie ein normaler Mensch, der da mal reinfährt, sondern schön Scheiben runter und alle schreien, Min, Alter, das ist doch der Min, der YouTuber! Ja, ungefähr so ähnlich war das. Und während wir noch voll im Ausrasten sind und dann Min nicht weiß, wo er sich hinhocken soll, weil das Auto schon fast voll war, stehe ich links neben mir auf einmal Nummernschild. Da kannst du dich auch nicht so rausreden, wenn du gerade eben noch wie ein irrer Behinderter rumgeschrien hast. Und dann habe ich ja die Scheibe runter und dann, hallo? Ja, das hier, das ist nicht erlaubt. Oh, das wusste ich nicht. Ja, das kommt ja BVG, das wird alles, okay, alles klar. Weitergefahren, Tag schon mal richtig geil gestartet. Dann sind wir in die Innenstadt gedüst, wo ich dann für 1,50 Euro für 10 Minuten oder sowas geparkt habe. Und dann sind wir in den Burger King reingegangen, der komplett leer war. Kein Mensch war da, nichts war in der Auslage, nur eine stand an der Kasse. Und als wir hingegangen sind, erstmal. Wir haben uns mal angeschaut, so. Mir ist gerade irgendwie der Hunger vergangen. Irgendwie, ich habe keinen Hunger mehr. Und dann sind wir erstmal umgedreht und haben dann irgendwie erst auf der Messe was gegessen. Was eine gute Entscheidung war, weil da gab es wieder Onigiri. Als wir am Z-Bau dann angekommen sind, war dann erstmal natürlich wie jedes Jahr eine mega, mega lange Warteschlange. Es hat so keiner gerafft, so. Was zur Hölle, wie viel ist denn hier los? Ich hatte aber zum Glück für die meisten schon das Ticket vorgekauft, was die Sache schon deutlich einfacher machte. Und als Tipp, hallo Mann, der die Tickets entgegengenommen hat, der hat mir nicht gesagt, als Tipp, ich sag's für euch, digital und nicht ausgedruckt ist interessanter und geht schneller mit der ID. Also sucht euch eure ID aus, wenn ihr online kauft, bloß als Tipp. Außerdem ist es günstiger und ihr seid deutlich schneller drin, es ist schneller abgewickelt, also nur als Tipp, vorbestellen. Als ich die Tickets geholt habe, habe ich natürlich auch Bela44 noch getroffen, genauso wie den Coglow. Und schön, dass wir uns da alle getroffen haben und es war so richtig viel los. Es war so nice, so als YouTube-Gemeinschaft dort aufzutreten. Also ich glaube, alle anderen haben gedacht, was sind das für Freaks? Aber uns hat Spaß gemacht. Und deswegen, falls ihr aus der Umgebung Franken kommt, es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt YouTuber Franken. Kommt dort rein, YouTube Franken. Ah! Als wir dann reingegangen sind, war es natürlich mega überfüllt, was ich aber auf der anderen Seite auch mega mag, weil ich sehe, wie diese Anime-Szene bzw. Otaku-Szene komplett wächst und gedeiht und es immer mehr wird und es ist einfach toll zu sehen und das erfüllt mein Herz, weil, ja, sonst gäbe es ja diesen Kanal nicht, ne? Das Programm war mal wieder mega spitze, denn es gab auch wieder einen Karaoke-Raum, in dem du die besten Openings und Anime-Lieder oder sonstige Lieder singen konntest, was absolut nice ist. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Ihr wisst Bescheid, was ich meine. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Ja, es ist gut. Wie ein Stern aus einer entfernten Welt. Hab dich im Traum gesehen. Es war so wunderschön in einem... Alter, ernsthaft? Halt's Maul. Jupp. Und damn, was mir mega gefallen hat, es gab einen richtig großen Gaming-Raum. Da gab es nicht nur Yu-Gi-Oh!-Karten, die man dort zocken konnte mit seinen Decks, wo man eh immer fertig gemacht wird. Und ich habe dann erfahren, dass es Leute gibt, die dann extra für solche Events Decks machen, damit die Noobs auch irgendwie eine Chance haben. Weil du wirst sonst sowas von zerstört in dem Spiel. Es gab auch zum Beispiel Super Mario Kart. Es gab auf dem Projektor Super Smash Brothers mit einem Mod. Alter, erklärt mir, wie man das cracken kann. Ich will die ganzen Anime-Figuren haben. Oder ist das normal oder wie oder was, hä? Was ist da los?
Und es gab verdammt nochmal Gangbeasts. Das war awesome. Aber was mich natürlich mit am meisten glücklich gemacht hat, war, es gab Tekken 7. Und ich konnte mal gegen jemanden face-to-face Tekken 7 zocken und das hat so Spaß gemacht. Falls ihr euch an den Japan-Vlog erinnern könnt, da war ich auch in dem Tekken-Museum. Das war so awesome. Und vielen Dank an alle, die gegen mich gespielt haben. Sowas feiere ich wirklich. So ein Gaming-Raum, wo du mal wirklich chillen kannst, wo du mal gegen andere zocken kannst und so. Ich, als alter Gamer, macht halt einfach mega Bock. Ich muss auch mal kurz Schleichwerbung für mich selber machen, denn ich habe auch einen Twitch-Account, falls ihr nicht Bescheid wisst. Da streame ich momentan ganz sporadisch auch mal ab und zu, falls es irgendjemand interessiert, wenn ich mal zocke. Aber zurück zum Event. Es gab auch wieder unter den ganzen Ständen, wo man so als kleiner oder größerer Laden oder Verkaufsdingens da, ihr wisst schon Bescheid, einen Stand eben anbieten konnte. Und zwei davon möchte ich besonders herausheben. Einmal ein Künstler und einmal einen Verkauf von Design und Mode. Und zwar ist der erste Stand Yakitori. Die haben richtig coole Mode und richtig coole Shirts, Beutel und noch mehr. Und am besten erzählt ihr euch selber, was sie alles haben. Ein Spieler, go! Hä? Das war der falsche. Leg mal den richtigen ein, bitte. Ja, hallo, wir sind Yakitori. Wir sind ein eigenes Label und wir drucken T-Shirts und vieles mehr. Wir haben jetzt hier auf der Frankenmax unser Kleinstand aufgebaut. In der Regel ist es so, dass wir auf großen Conventions, wo wir auch zu Hause sind, Konichi, Animagic, Animarco, live drucken. Das heißt, wir haben dann hier eine Live-Presse da. Der Kunde kann sich dann aussuchen, das T-Shirt, die Form, Hoodie, Fledermaus-Shirt, normales T-Shirt und die Farbe natürlich die Größe. Und dann kann er sich das Motiv aussuchen, was wir hier anbieten und dann können wir das hier live drucken. Und das kann er dann sofort nach ungefähr 10-20 Minuten kann der Kunde das mitnehmen. Das ist immer eine schöne Sache. Und wir haben jetzt unseren Sortiment aufgestockt, also sprich nicht nur T-Shirts, sondern auch Beanies, also so Mützchen, Taschen, kleine Taschen. Also da haben wir unser Sortiment schon gut erweitert und haben jetzt auch ein bisschen ins Traditionelle wieder uns eingefunden und haben auch Kimonos jetzt auch im Angebot. Und nicht nur Kimonos, sondern auch Yukatas, Obi, die Gürtel, um die Kimonos zuzumachen. Getas, die Schuhe, die Taschen. Also wir haben eigentlich total deutschlandweit den größten Auswahl an Kimonos und Sortiment und Extras. Ja, Zuckerwarenmaschinen, die haben wir seit ungefähr einem Jahr neuesten. Aus dem Trend aus Harajuku ist ja diese ganz großen Zuckerwatten in Japan Trend. Und haben gesagt, warum machen wir auch mal Zuckerwatten? Und wir machen nicht nur die normalen, sondern auch mit extra Matcha. Und das schmeckt echt sehr lecker. Hast du schon besser gemacht. Fein. Ja, aber ganz klar, was mich am meisten gecatcht hat an den ganzen, war natürlich die Zuckerwatte aus Matcha. Also somit catchst du jeden. Candy. Und der zweite Stand, der wirklich erwähnenswert ist, ist der von Vanilla. Vanillas? Sie macht super süße und cute Pixel-Designs in 2D oder 3D und es ist wirklich mega putzig. Ich habe mir selber auch welche zugelegt. Sind die nicht cute? Die kannst du hinten, ist so ein Aufkleber, die kannst du irgendwo hinpacken und die kommen natürlich da mit ins Studio rein. Cloud, du bist so verschlossen. Lass mich, ich habe einen Kleber hinten am Arsch. Ich auch. Ciao. Was? Sie hat nicht nur diese Pixel-Art-Sachen, sondern hat auch andere Sachen, wie zum Beispiel auf Millimeterkästchen zeichnen. Wie krank ist denn das bitte? Das sieht mega cool aus und sie hat auch schon echt große Kunstwerke damit gemacht. Sie hat aber gemeint, sie hat bis jetzt noch keinen gefunden, der auch sowas macht. Also falls ihr jemanden kennt oder das selber macht, geht mal mit ihr in Verbindung, weil sie hat gemeint, sowas macht bis jetzt noch keiner. Habe ich es jetzt verraten, die Kunst verraten, dass es jetzt jeder nachmacht oder so? Nein. Kunst ist für alle da. Also ich fand das mega cool, die ganzen Designs, die sie hatte, habe ja auch zwei Stück gekauft. Es gab auch welche, warum wir überhaupt ins Gespräch noch so gut gekommen sind, war natürlich, das hier hat sie gesehen und da hat sie gemeint, das hat sie vorher als Design auch gehabt zum Verkauf. Wie cool wäre das gewesen, wenn ich das gehabt hätte? Ich glaube, das muss ich mir nochmal beantragen bei ihr, weil, ja, ne? Passt ja voll. Gut, das sollte man vielleicht dann als Figur sich machen lassen von ihr. Falls ihr selber auch mal sowas machen wollt oder ein Design habt, was ihr gern hättet, ja, dann könnt ihr das bei ihr auch gerne bestellen. Einfach auf Anfrage in der Beschreibung unten ist dann nochmal ihre Instagram etc. drauf, dass ihr euch mal connecten könnt und könnt auch für sehr, sehr kleinen Preis dort sowas bestellen. Nein, das ist kein Product Placement bei mir. Ich bin einfach nett und promote gerne Leute und Künstler. Eine Fresse. Ja, ja, sie soll dann auf das in der Schweiz überweisen, auf das YouTube-Konto. Ja, genau. YouTube-Konto in der Schweiz. Ach. Aber wie geil ist denn sowas bitte? Und stellt ihr euch nicht sowas auch mal als geiles Merch vor? Zum Beispiel so einen kleinen Baumi oder sowas?
dass man sowas als Merch bestellen könnte. Sowas hat, glaube ich, auch noch keiner gehabt. Deswegen, wenn ihr an sowas Interesse habt, dann schließe ich mich mal mit dir kurz und dann machen wir das erste Merchandise. Weil sowas ist doch mal voll cool, oder? Hallo? Oder macht einfach, wie sie gesagt hat, in mega groß diesen Zelda-Mond und dann hängt ihr ihn direkt über euer Bett. Und werdet nie wieder schlafen können. Das ist gut investiertes Geld. Natürlich gab es dann auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel den Cosplay-Wettbewerb, den Lip-Sync-Battle und ganz viele andere Sachen zum Anschauen. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr aus der Nähe kommt oder von mir aus auch von weiter weg. Schaut euch das an, Leute. Schaut euch das an, denn die bieten echt gute Unterhaltung. Wie schaut es mit euch aus? Wart ihr eigentlich schon mal auf dieser Franken-Max oder auf anderen Events? Und wenn ja, auf welches geht ihr täglich? Oder wo wollt ihr gerne mal noch hin? Vor allem täglich. Täglich geht man ja auch wie Events, Alter. Aber noch als kleiner Zusatz zu diesem Tag war es ja nicht schon genug, dass man am Arsch ist, wenn man so einen Event-Tag hatte. Nee, wir packen unsere Sachen, gehen im Fürth nochmal essen und fahren verdammt nochmal auf Stuttgart zu Ben Wons Bier, denn der hatte Geburtstag. Hey Ben, alles Gute nachträglich. Und das ist dann mega krass eskaliert auf den Geburtstag. Leute, fragt nicht. Das Video dazu gibt's unten in der Beschreibung. Das solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Härteste Kameramann-Arbeit ever. Ach man ey, da gab es so viel noch und das, wenn ihr das aber sehen wollt, es gibt ja zum Glück, waren ja so viele YouTuber mit am Start, dann schaut doch einfach mal bei Bela vorbei oder bei Skylow oder bei Min. Ich verlinke die Vlogs auch nochmal mit, weil da gibt es nochmal alles aus anderen Blickwinkeln und vielleicht seht ihr noch was ihr nicht gesehen habt oder seht euch selber, falls ihr dort wart. Schaut auf jeden Fall mal bei dem vorbei. Es passt gar nicht so viel rein, wie ich verlinken will irgendwie. Ich glaube, meine Beschreibung ist schon so lang. Aber ja, das war's mit der Abmoderation. Sayonara! Ciao!